Heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder einen Food-Haul für euch. Ich war heute im Unverpacktladen bei Alnatura, im Vegans und noch in einem Asialaden. Heißt, ich habe eine ganze Menge eingekauft. Ich hatte aber auch echt meine Vorräte jetzt wieder fast komplett aufgebraucht und nicht nur trockene Vorräte, sondern auch so Sachen wie Ketchup oder so eingemachte Sachen, auch Aufstriche und zum Beispiel Apfelmark und solche Geschichten. Was ich halt immer so zu Hause habe, habe ich über die letzten Wochen so gut wie alles aufgebraucht. Heißt, das ist jetzt kein Wocheneinkauf, sondern das ist echt ein Einkauf, der so für 3-4 Wochen teilweise halten wird, also manche Sachen davon. In diesem Video möchte ich jetzt wirklich nur zeigen, was ich eingekauft habe. Was ich daraus koche, das wird nochmal ein extra Video, so ein What I Eat in a Week oder auch ein Food Diary. Also wenn euch interessiert, was ich aus diesen Sachen alles koche, dann schaut auf jeden Fall bei dem nächsten Video vorbei. Ich überlege gerade so ein bisschen, womit ich anfangen soll. Ich glaube, die meisten interessiert wahrscheinlich, was ich im Unverpacktladen gekauft habe. Aber die Sachen sind ein bisschen begraben, unter anderem Zeug. Ich fange einfach mal mit den Sachen an, die in der Tüte neben mir ganz oben liegen. Und zwar die Sachen aus dem Asialaden. Also das ist jetzt das einzige aus diesem Einkauf, was nicht Bio ist. Und zwar habe ich mir dort Kochbananen geholt. Die habe ich auch noch nie irgendwo Bio gesehen, außer einmal auf einem Wochenmarkt. Kochbananen finde ich einfach super, super lecker. Die habe ich jetzt nicht für irgendeine Mahlzeit eingeplant. Das ist etwas, was ich einfach so als Snack esse. Die sind noch überhaupt noch nicht reif. Die sind noch grün. Ich esse die immer erst, wenn die wirklich braun sind. Und dann brate ich die einfach in ein bisschen Öl und esse sie dann mit Chilisauce. Ja, und das ist für mich einfach so ein kleiner Snack. Im Asialaden sind die auch richtig, richtig günstig. Ich glaube, die drei zusammen haben jetzt so etwa 1,50 Euro gekostet. Dann habe ich noch zwei Sachen im Asialaden geholt, die ich woanders einfach nicht gefunden habe. Und zwar einmal Reisessig, den benutze ich für verschiedene Soßen. Die Flasche wird mir auch ziemlich lange halten, also die letzte Flasche hat bestimmt ein Jahr lang gehalten. Und dann Sojasauce, die benutze ich schon ziemlich oft, aber es gab irgendwie keine größere Flasche. Also ich bin da auch immer ein bisschen wählerisch, was da so drin ist. Ich möchte, dass da möglichst keine unnötigen Zusatzstoffe drin sind. Und die von Kikkoman besteht immer nur aus Wasser, Sojabohnen, Salz und Essig. Und das ist jetzt die glutenfreie. Die normale war ausverkauft. Ich wusste nicht mal, dass es glutenfreie Sojasauce gibt. Aber jetzt habe ich sie auf jeden Fall. Dann habe ich ein paar Sachen im Vegans geholt. Und zwar Tomatenmark für selbstgemachte Aufstriche und auch für ein paar verschiedene Gerichte. Davon habe ich zwei Gläser geholt. Die werden, denke ich, auch mal so 2 Wochen in etwa reichen. Wobei ich diese Woche ziemlich viele Rezepte mit Tomate habe. Und dann habe ich einen Aufstrich mitgenommen. Das ist einer meiner Lieblingsaufstriche. Und zwar dieser Beluga-Linsen-Balsamico-Aufstrich. Den möchte ich auch versuchen selber zu machen. Deswegen habe ich den auch mitgenommen. Und dann etwas, was ich mir immer mal wieder gönne. Und zwar veganer Käse. Das ist so ein Brie oder Camembert so in die Richtung. Der besteht aus Cashews, Mandeln, Wasser, Salz und den Käsekulturen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das waren die Nüsse, die da drin waren. Steht leider jetzt auch nicht drauf. Ja, auf jeden Fall habe ich mir so ein ziemlich großes Stück geholt. Das hält bei mir leider nicht allzu lange, weil ich so eine gewisse vegane Weichkäsesucht entwickelt habe. Das Stück hat 15 Euro gekostet, also ist auch ziemlich teuer. Aber das ist halt so ein Luxusding, was ich mir so gönne, sage ich mal. Ich gebe halt auch für nichts anderes Geld aus. Also Essen ist so ziemlich das Einzige, wofür ich Geld ausgebe. Deswegen gönne ich mir dann sowas, anstatt mir irgendwie Klamotten zu kaufen. Das war auch schon alles aus dem Vegans und aus dem Asialaden. Dann gehen wir weiter zum Unverpacktladen. Im Unverpacktladen habe ich einmal Sojabrocken gekauft. Sehr schönes Wort. Das sind in etwa 130 Gramm und die haben 1,70 Euro gekostet. Die hatte ich letztes Mal auch schon mitgenommen und fand die super gut, deswegen habe ich mir die noch einmal geholt. Dann ein etwas teurerer Posten. Da bin ich auch immer noch am Hin und Her überlegen, ob ich die auch irgendwie anders plastikfrei bekomme, und zwar Nüsse. Ich habe einmal Haselnüsse geholt. Haselnusskerne 224 Gramm für 5,60 Euro. Also 100 Gramm kosten 2,50 Euro. Ist auf jeden Fall schon etwas teurer. Also Bio-Nüsse generell liegen ähnlich in den Preisen aus dem Biomarkt. Aber ein bisschen teurer ist es hier schon noch. Aber ich wollte die jetzt auf jeden Fall mitnehmen, weil ich daraus Nussmus mit meinem neuen Mixer selber machen möchte. Und auch gesunde Nutella. Und dafür brauche ich Haselnüsse. Dann habe ich in diesem Beutel hier Lasagneplatten. Die finde ich auch einfach mega cool. Also bisher habe ich das nur so gesehen in Unverpacktläden. Wahrscheinlich haben wir auch alle irgendwie denselben Lieferanten. Auf jeden Fall sind es so große Lasagneplatten. Und die passen einfach fast
perfekt in meine Form rein. Ja, mit den kleinen Platten finde ich es immer so ein bisschen lästig, die so nebeneinander zu legen und dann klein zu brechen und so. Ich meine, es ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich finde es einfach cool, so große Platten zu haben. Diese Lasagneplatten, 274 Gramm, haben 1,64 Euro gekostet. Ich denke, das wird mir für zwei Lasagnen in etwa reichen. Als nächstes, was haben wir in diesem Beutel hier? Kichererbsen. Eigentlich esse ich nicht so gerne Kichererbsen. Ich habe auch das Gefühl, ich vertrage die nicht sonderlich gut. Aber diese Woche habe ich ein Rezept für veganen Thunfisch-Nudelsalat mit Kichererbsen. Ja, und deswegen dachte ich mir, probiere es einfach nochmal. Das sind jetzt 422 Gramm für 1,90 Euro. Ich glaube, das ist auch ein ganz ähnlicher Preis, wie wenn man die so eingepackt im DM oder so kauft. Oh, eine Sache habe ich vergessen. Aus dem Vegans habe ich auch noch eine Paprika geholt, auch für einen Brotaufstrich. Dann habe ich noch mehr Nüsse im Unverpacktladen geholt, und zwar Walnüsse, ein ganzes Glas voll. Das sind 234 Gramm für 4,21 Euro. Die Walnüsse waren günstiger als die Haselnüsse. Das hat mich so ein bisschen gewundert. In meinem Kopf sind nämlich Walnüsse eigentlich teurer als Haselnüsse. Ja, aber hier waren die jetzt auf jeden Fall günstiger. Dann habe ich viele, viele, viele getrocknete Tomaten. Die Walnüsse und auch die Tomaten brauche ich für Nudelsalat. Und aus den Tomaten möchte ich auch noch Pesto selber machen. Das hier sind jetzt 262 Gramm und die haben 4,72 Euro gekostet. Also auch 1,80 pro 100 Gramm. Dann habe ich hier ein großes Glas Reis. Ich war letzte Woche schon im Unverpacktladen und habe einfach in einer Woche ein komplettes Glas Reis gegessen. Das ist über ein Kilo. ja, deswegen wollte ich eigentlich diesmal zwei Gläser mitnehmen, aber ich hatte keine Lust, so viel zu tragen. Deswegen wieder ein Glas Reis. 1244 Gramm für 7,46 Euro. Aber diese Woche habe ich nicht so viel mit Reis geplant. Also ich denke, diesmal wird er länger halten. Dann habe ich noch drei Sachen aus dem Unverpacktladen. Und zwar einmal Beluga-Linsen. Das sind 538 Gramm und die haben 4,30 Euro gekostet. Dann hatte ich leider nicht mehr genug Tüten und musste deswegen eine Papiertüte nehmen. Auf jeden Fall sind hier Datteln drin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr auch regelmäßig im Unverpacktladen einkauft. Irgendwie sind Datteln immer so Mangelware. Die sind ständig ausverkauft, egal in welchem Unverpacktladen ich bisher war. Ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich heute Datteln gefunden habe. Ich möchte nämlich Dattelsirup selber machen und so Rohkostriegel, und für die gesunde Nutella werde ich die auch verwenden. Heißt, ich habe einiges an Datteln gebraucht. Das sind jetzt 368 Gramm für 4,05 Euro. Und das letzte, was ich im Unverpacktladen geholt habe, ist ein Glas Seitanpulver. Das mischt man einfach mit Wasser an und mit Gewürzen, wenn man möchte. Ich werde daraus vegane Fleischbällchen machen. Die habe ich auch letzte Woche schon mal gemacht. Da freue ich mich mega drauf. Die sind einfach so, so lecker. Also schaut auf jeden Fall in dem Food Diary vorbei, wenn ihr das Rezept dafür sehen wollt. Das Rezept ist allerdings nicht von mir, aber ihr werdet es doch trotzdem sehen. Von dem Seitan habe ich jetzt 184 Gramm und es hat 3,04 Euro gekostet. Insgesamt habe ich im Unverpacktladen also 38,72 Euro bezahlt. Und ich denke, die Sachen werden mir so 2 bis 3 Wochen in etwa reichen. Also sagen wir pro Woche 12, 13 Euro in etwa. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Laden, in dem ich einkaufen war, und zwar Alnatura. Da habe ich auch den Großteil, würde ich sagen, ja, das meiste der Sachen gekauft. Starten wir mit dem, was ich schon in der Hand habe, und zwar eine Gurke. Es gibt diese Woche Burger und dafür brauche ich Gurke. Ebenfalls für die Burger habe ich zwei Tomaten. Dann trinke ich außerdem momentan super gerne Ingwertee, oder auch generell eigentlich schon immer trinke ich gerne Ingwertee, deswegen habe ich hier auch eine Menge Ingwer. Dann habe ich einmal Knoblauch. Ich frage mich immer, ob es einen Unterschied gibt zwischen Knoblauch, der so rosa ist, und Knoblauch, der einfach nur weiß ist. Irgendwie finde ich den rosa-lilafarbenen ein bisschen ansprechender. Aber bei dem hatte ich es irgendwie schon voll oft, dass ich so einen voll rosanen gekauft habe und innen drin waren dann alle einfach verschimmelt. Ich weiß nicht. Also gibt es da irgendeinen Unterschied? Falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal. Dann habe ich im Alnatura einfach super viele so Konserven gekauft und viele in Gläsern. Die Gläser werde ich tatsächlich momentan alle weiter zu Hause verwenden, deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Das erste, was ich hier habe, ist Apfelmark. Das benutze ich auch für alle möglichen Sachen zum Backen. Zum Beispiel für Pancakes kann man das super als Eiersatz benutzen. Aber meistens esse ich es tatsächlich auch einfach so oder als Soße zu Spätzle oder so oder zu Kartoffeln. Deswegen habe ich das auf jeden Fall auch immer zu Hause. Und dann habe ich heute noch ein
neues Fruchtmark entdeckt. Oder vielleicht ist es mir bisher auch einfach nicht aufgefallen und es ist gar nicht neu. Und zwar Apfelmark, Brom und Himbeere von Alnatura selbst. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall sowas, was ich einfach als Snack immer zu Hause habe. Wenn ich irgendwie gerade was Süßes möchte, dann esse ich so einen Fruchtmark. Der Unterschied zur Fruchtmark, also Apfelmark und Apfelmus, ist übrigens, dass das eine gezuckert ist und das andere nicht. Fruchtmark gibt es auch im DM und auch im Rossmann. Ich finde, es ist einfach so ein super cooler, gesunder Snack für zwischendurch. Und da habe ich dann auch noch Quitte Birne. Finde ich auch mega lecker. Und Banane ist, glaube ich, auch noch drin. Ja. Dann habe ich merkwürdigerweise seit irgendwie 2 Wochen total Bock auf Oliven. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber ich habe die ganze Zeit schon an Oliven gedacht und überlegt mir, welche zu kaufen, obwohl ich eigentlich gar keine Oliven mag. Beziehungsweise mochte ich eigentlich mein Leben lang keine Oliven. Aber als ich mit meinen Eltern in Portugal war, habe ich irgendwie so viele Oliven gegessen, weil es einfach ständig zu essen gab, dass ich irgendwie angefangen habe, Oliven zu mögen. Und jetzt ist es für mich so eine, noch so eine Verbindung, was mich irgendwie noch mehr mit Portugal verbindet. Auch wenn es wahrscheinlich keine portugiesischen Oliven sind, sondern höchstwahrscheinlich spanische oder italienische. Okay, es sind griechische, damit habe ich nicht gerechnet. Aber so oder so, ich hatte Bock auf Oliven und deswegen habe ich die geholt. Und ich möchte daraus auch so eine Olivenpaste machen. Die kann man auch gut als Brotaufstrich benutzen oder auch so auf Burger. Ist halt super würzig, also als Brotaufstrich ist es eventuell auch schon zu krass. Ja, aber Oliven. Noch etwas Eingemachtes, was bei mir eine Ewigkeit halten wird, also die Oliven werden wahrscheinlich auch sehr lange halten, sind Cornichon. Naja, auf jeden Fall saure Gurken. So ein Glas saure Gurken kann bei mir schon mehrere Jahre halten. Also ich glaube, das erste Glas saure Gurken, was ich gekauft habe, das hat echt so über 2 Jahre gehalten, weil ich die einfach so gut wie nie esse. Eigentlich nur auf Burgern, dafür habe ich die jetzt auch gekauft. Aber ich habe auch mal so einen veganen Eiersalat gemacht aus Seidentofu und da waren auch saure Gurken drin. Da hat es auch richtig gut geschmeckt. Und irgendwie habe ich neben Oliven auch total Bock auf saure Gurken die letzten Tage. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mein Körper sagt saure Gurken, also habe ich saure Gurken geholt. Okay, dann habe ich noch einen Brotaufstrich und zwar mein so ziemlicher Lieblingsbrotaufstrich. Der Arabitom von Zwergenwiese. Ist einfach so ein Tomatenaufstrich, der aber scharf ist und er schmeckt mega lecker und ich konnte mich auch nicht beherrschen. Ich war hungrig einkaufen, ich weiß nicht, ob man es an diesem Einkauf merkt. Ich habe schon das halbe Glas eben gegessen. Mit einem Brot, was ich auch im Alnatura geholt habe. Das liegt allerdings jetzt schon in der Küche. Dann habe ich eine neue Flasche Ketchup geholt. Mein Ketchup ist leer. Irgendwie esse ich Ketchup zu viel zu vielen Dingen. 3 Flaschen passierte Tomaten, weil ich, wie gesagt, diese Woche Lasagne machen möchte. Und für die Fleischbällchen, die veganen, dazu gibt es auch eine Tomatensauce. Dann bin ich auch schon fast fertig. Ich habe hier noch einmal Brokkoli mit einem mega fetten Stamm. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich liebe Brokkoli. Das ist einfach so eins meiner Lieblingsgemüses und ich finde, das kann man auch zu so gut wie allem essen. Dann habe ich hier eine Tüte Nudeln, Alpgold-Dinkel-Verfalle. Das sind die Nudeln, die es auch im DM zu kaufen gibt. Die sind für Nudelsalat. Also ich mache diese Woche 2 verschiedene Nudelsalate. Und komischerweise gab es nirgendwo so richtige Vollkornnudeln in einer Papierverpackung oder auch im Unverpacktladen. Die hatten nur Spaghetti. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für Nudelsalat. Ja, deswegen habe ich diese hier in Papier verpackt aus dem Alnatura geholt. Die mag ich aber auch super, super gerne. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Nudeln von dieser Firma, die haben auch so richtig fette Dinkelnudeln. Die schmecken einfach so, so gut. Und es gibt auch so Macaroni von der Firma. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die echt lecker. Sonst habe ich immer das Gefühl, Nudeln schmecken alle gleich, aber irgendwie finde ich die besonders lecker. Und da es kein Vollkorn gab, habe ich einfach zur Abwechslung mal Dinkel genommen. Dann habe ich noch 4 Fleischtomaten für Ofengemüse. Dann habe ich, glaube ich, das einzige, was so richtig in Plastik verpackt ist, abgesehen von dem Käse, der ist in Frischhaltefolie eingewickelt. Das einzige richtig in Plastik verpackte ist der Rucola. Den brauche ich auch für Nudelsalat und auch für Burger. Und dann habe ich nur noch 3 Packungen Sojadrink. Ich habe jetzt gerade alles zusammengerechnet und insgesamt habe ich in etwa 116 € bezahlt. Ich habe aus dem Asialaden keinen Kassenzettel bekommen, deswegen weiß ich es nicht zu 100%, aber
in etwa. Und das ist auf jeden Fall kein Einkauf nur für eine Woche. Die meisten Sachen werden, wie gesagt, so 2 bis 3 Wochen halten. Wenn euch genauer interessiert, wie viel Geld ich im Monat tatsächlich für Lebensmittel ausgebe, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie ich wirklich mehrere Monate lang dokumentiert habe, wie viel ich im Monat für Essen ausgebe. Und es hat sich dabei herausgestellt, Bio und unverpackt einkaufen ist zumindest für mich gar nicht so teuer. Da spielen mehrere Faktoren rein. Ich möchte jetzt nicht zu lange darüber reden, weil, wie gesagt, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Wenn euch das Ganze interessiert oder falls ihr der Meinung seid, diese Einkäufe sind super teuer, dann schaut euch dieses Video auf jeden Fall an. Ihr findet es unten in der Infobox. Generell würde ich zu dem Einkauf auch noch gerne sagen, dass der jetzt nicht so 100% repräsentativ ist und dass er auch nicht so 100% für das steht, was ich eigentlich tun möchte. Also hier sind jetzt einige Sachen dabei, die nicht wirklich saisonal und regional sind, wie zum Beispiel die Tomate oder die Paprika und auch die Gurke haben natürlich jetzt gerade nicht Saison und sind importiert. Ich versuche da immer so ein gutes Mittel zu finden zwischen Bio, regional, saisonal und dann auch noch plastikfrei. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich denke, viele von euch kennen dieses Problem auch, dass man sich immer zwischen dem einen und dem anderen irgendwie entscheiden muss. Dazu kommt bei mir noch, ich glaube, das habe ich in einem anderen Video auch schon mal ein bisschen erwähnt, dass Essen für mich die letzten Monate ein bisschen schwierig geworden ist, dass ich total oft so gut wie gar keinen Appetit habe und deswegen versuche ich mich momentan einfach hauptsächlich auf das zu fokussieren, was mir schmeckt. Ich achte darauf, dass es bio ist und plastikfrei und dafür nicht ganz so sehr drauf, ob das jetzt regional und saisonal ist. Ich weiß, ich muss mich dafür eigentlich nicht rechtfertigen. Das ist einfach, wie es bei mir halt gerade so aussieht. Jeder hat irgendwie seine anderen Schwierigkeiten, aber da ich weiß, dass Kommentare dazu kommen werden, wollte ich das einfach nur gesagt haben und so ein bisschen erklären, warum ich das kaufe, was ich kaufe. Ja, und sonst hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn euch, wie gesagt, interessiert, was ich aus diesen Sachen alles kochen werde, dann schaut auf jeden Fall in dem Food Diary vorbei. Am besten abonniert ihr meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um das Video nicht zu verpassen. Gut, und dann räume ich jetzt mal meine Einkäufe ein. So langsam kriege ich auch Hunger und es wird schon ein bisschen Zeit fürs Abendessen. Deswegen beende ich jetzt das Video an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes noch gerne für Videos sehen würdet. Und dann war's das für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!